Vegeta, what did you say his power level is? It's over 9000! Trunks, Bulma, I do this for you. Take me higher, I'll sing on you. Jojojo, was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Dragon Ball Video. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr alle Anspielungen verstanden habt, die ich dort am Anfang gebracht habe. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, werde ich Dragon Ball mit in meinen Kanal einbinden. Ihr habt es vielleicht schon vorher an meinem Kanalbanner gesehen. Ich habe Vegeta eingefügt und ich finde, Vegeta ist einer der besten Charaktere, beziehungsweise für mich der beste Charakter aus Dragon Ball. Ähnlich wie es halt bei One Piece Sabo ist, werde ich jetzt für die Dragon Ball Videos Vegeta als leitende Person sozusagen nehmen. Und bei One Piece wird es bei Sabo bleiben. Und natürlich ein großes Dankeschön für über 9000 Abonnenten, Leute. Ihr seid wirklich krank. Vielen, vielen Dank. Okay, fangen wir an mit den 10 Fakten zu Vegeta, dem Prinzen der Saiyajins. Vegeta Junior, also der Enkel von Vegeta, sieht ihm einfach 1000-mal ähnlicher als Trunks. Ich meine, Trunks sieht komplett anders aus, aber sein Enkel, der im Dragon Ball GT Film gezeigt wurde, sieht einfach 1:1 aus wie Vegeta selber. Vegeta hat einen Bruder namens Tabel und dieser Bruder ist jünger als er, aber wenn ihr ihn jetzt anschaut, denkt ihr, okay, wie kann das sein? Vegetas Planet, beziehungsweise der Planet Vegeta wurde, nachdem Son Goku das letzte Kind abgeschickt worden ist, wurde der Planet zerstört. Aber dieser jüngere Bruder von Vegeta ist nur 2 oder 3 Jahre älter, irgendwas in dem Bereich. Und das merkt man auch daran, weil er in diesem Film auch seine Frau vorstellt. Es ist irgendeine komische Alienart, sie heißt Gure. Und ja, Vegeta war mehrere Male stärker als Son Goku in der Geschichte von Dragon Ball. Was denkt ihr, was diese Momente sein könnten? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Toriyama wollte den Film Fukatsu no F eigentlich so gestalten, dass Vegeta die Hauptrolle hat, aber dann hat er es umgeändert, dass Son Goku und Vegeta mehr im Fokus stehen und dann gegen Freezer kämpfen, aber den Film solltet ihr ja sowieso kennen. Vegeta ist eigentlich König der Saiyajins. Ja, weil sein Vater gestorben ist, solltet ihr ja wissen, wurde er automatisch eigentlich zum König, aber aus Respekt zu seinem Vater nennt er sich nur Prinz der Saiyajins und wie wir wissen, der Planet Vegeta existiert überhaupt nicht mehr. Und vom Planeten Vegeta gibt es außerdem 3 verschiedene Versionen im Anime. Ja, das kommt irgendwie sehr oft vor, nur halt im Anime. Aber naja, was soll man machen? Vegeta hat man in Super Saiyajin 3 nur in einem Videospiel gesehen, beziehungsweise das erste Mal, und zwar in dem Videospiel Dragon Battler, was nur in Japan erschienen ist. Vegeta hat zum ersten Mal Liebe zu seiner Frau Bulma und seinem Sohn Trunks in seiner Margin-Form gezeigt. Kurz vor seinem Tod hat er das erste Mal wirklich Liebe zu denen gezeigt. Vegeta, der Prinz der Saiyajins, hat Angst vor Würmern. Ich glaube, da muss ich nichts hinzufügen. Vegeta wurde 2012 als Zweitplatzierter bei den sexiesten Anime-Charakteren gelistet. Ich weiß zwar nicht, wie wichtig dieser Fakt sein soll, aber naja, jetzt wisst ihr es. Okay Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kenne mich zwar in Dragon Ball sehr gut aus, aber natürlich muss ich noch auch vieles lernen von euch. Ich hoffe, wir werden mit Dragon Ball und One Piece gemeinsam eine geile Zeit erleben. Schreibt mir unten in die Kommentare, was für Videos ich zu Dragon Ball machen könnte. Vielleicht mache ich auch was mit dem lieben Ruffy. Mal schauen, was sich dort so ergibt. Naja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Take the pain for my life, walk the distance from fear forever.